Joho, Leute, da sind wir wieder bei New Super Mario Bros. 2. Wir sind mitten im Dschungel der dritten Welt. Ja, dritte, ihr habt richtig gehört. Es ist eine zweigeteilte Welt. So, das letzte Mal haben wir den Tower hier erfolgreich abgeschlossen und sind jetzt bei diesem Level. Jo, das Level hier, die Kiste, da ist ja schon im Gift. Deshalb schließe ich mal raus, dass es ein Gift-Level ist. Jo, es heißt 3 bis 4. Wir haben 141 Leben, haben wir schon. Okay, also ein bisschen too much, aber ist auch nicht so schlimm. So, holen wir uns mal den goldenen Münzblock. Jo, und boah, die Texturen sind sehr gut. Guckt euch mal die Pusteblumen hier an. Sehr schön. Und hier sind schon diese Kisten. Die versinken auch. Deshalb springe ich da mal. Komm, gib mir den Tanuki. Ich brauche den Tanuki. So. Tut mir leid, Raupe. Tschüss. So. Natürlich darf man hier nicht ins Gift geraten, sonst ist man natürlich direkt tot. Da muss man dann auch schon drauf achten. Sollte aber möglich sein. Oh ja, eigentlich ist diese Welt auch immer meine Lieblingswelt. So diese Dschungelwelten. Erstmal wegen der Farbe. Und zweitens auch wegen den Leveln. Ist meistens auch so. Aber die Level aus der Pilzwelt müssen ja auch erstmal getoppt werden, finde ich. Also, naja. Was gibt's hier noch? Ein Schalter. Und es gibt wieder Münzen hier. Schöne Gelddusche. Am liebsten würde ich mich auch mal in Geld duschen. Kannst du mir nicht was abgeben, Mario? Von dem gesammelten Geld. Naja, anscheinend will er nicht. Er reagiert ja nicht mal drauf. What? Okay. Das steigt an, das steigt an. Ey, was ein Scheiß. Das steigt an, das Ganze. Oh, hier hinten den Tanuki. Gut. Boah, hier kann ich stehen, oder? Boah, danke, ey. Okay. Und jetzt schnell durch. Immer schön sicher. Okay, was haben wir denn da alles? Was ist denn da unten? Da unten? Ja, natürlich. Runter. Und wieder hoch, komm. Boah, das ist schon mies, dass man da so unter Zeitdruck steht. Naja. Okay, eine Ranke. Wo führt sie uns denn bitte hin? Ein kleiner Bonus, wie es aussieht. Oh. Komm. Ich will auch Geld kriegen. So, gib mir Geld. Yay. Sehr schön. Naja. Und der Pfeil zeigt nach unten, das heißt runter. So. Da ist die nächste. Sieht auch noch relativ einfach aus. So, ich chill mal hier. Ich denke mal, hier kommt es nicht hin. Nee. Immer da, wo so ein grünes Ding, wo so grün noch oben drauf ist, da kommt das nicht hin. Okay. Wegschießen. Was haben wir denn da unten? Was haben wir denn da unten, bitte? Oh no. Nochmal weg. Nochmal weg. Kein Risiko eingehen. Wir wollen doch nur da durch. Und zwar sicher. Okay. Wofür ist das jetzt da? Ist das jetzt hier? Ich habe eine Vermutung. Okay, es ist ein Secret Exit. Genau das habe ich mir gedacht. Ein Secret Exit. Ja, wo führt er denn hin? Nach oben oder nach unten oder wohin? Oben oder unten? Okay, zum oberen Level. Dann rushe ich jetzt nochmal eben kurz durch und hole den normalen Exit. So, komm. Hau raus. Yay. Mit Tanuki ist es ja relativ leicht. Oh, 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 oh. Okay. Gut, dass wir den Münzblock hatten, sonst hätten wir jetzt nicht mehr so chillig da durchgekonnt. So. Ey, wieso ist er nicht höher gesprungen? Okay, das lief. So, erste Hälfte des Levels haben wir geschafft. Jetzt noch die andere Hälfte. Ach komm, lass mich da hoch. Ist doch hier ein Witz, oder? Kann ja nicht sein. Gehen wir mal oben lang. Kann man auch lang. Oh, da kann man sogar ein paar Coins farmen. Und da sind wir auch schon. Dim, 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 dim. Ach, deshalb, ich kann nicht auf Gegner draufspringen im Tanuki. Weil ich dann immer den Flugding da mache und dann
kann ich nicht gut landen. Ist auch egal. Mussten wir ja jetzt auch nicht. So, dann führt das jetzt zum Geist aus, oder wie? Okay. Vielleicht ist es sogar so, dass wir vom Castle aus, da wo man den Mini-Pilz vielleicht braucht für einen Secret Exit, dass man dann nicht nur in das Pilzhaus kommt, sogar dann zur Kanone. Obwohl, dann hätte das Geisterhaus ja keinen Secret Exit. Das wäre ja wieder unlogisch. Weil Geisterhäuser ja wieder einen Secret Exit haben. Also, na egal. Kümmern wir uns später drum. Erstmal 3B. Mal sehen, was das bringt. Das 3B-Level. Oh, der Mini-Pilz. Haben wir auch noch nicht. So, können wir noch auf dem Wasser gehen eigentlich? Klar können wir das. So. Okay. Welcher Weg? Oben oder unten? Keine Ahnung. Ich guck mal da rein. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Oh ne, ein Scrolling-Level. Das ist ja geil. Das ist ja verdammt geil. Gute Idee. Mit den Stachelfiech. Nein, komm, gib her. Wow, verdammte Kacke. Das ist nicht so einfach. Da oben wieder, ne? Ja, klar. Eine Mini-Pilzröhre. Boah, wie krank ist denn das? So, und jetzt? Yo, das habe ich auf der DS-Version immer gemacht. Das ist genau mein Ding. Auf so Kugel wie die Dingern. Yay, das macht voll Fun, ey. Ich liebe es. Boah, geil. Boah, das ist auch eins meiner Lieblingslevel bis jetzt. Geile Sache. Und hier ist sogar eine Starcoin. Oh, das ist verdammt geil. So, weg. Das ist ja mal mega geil. Und die Hälfte haben wir auch. Und wir kriegen sogar noch einen Mini-Pilz. Den tausche ich auch nochmal dafür ein, weil wir ja den Mini-Pilz auch noch brauchen für das Castle. Das passt ja alles perfekt. Ich frage mich, ob das auch so dafür ausgerichtet ist. Ich denke mal, ja. Okay. Könnten wir noch was sammeln. Muss jetzt aber nicht. Boah. Crank. Oben oder unten? Ja, okay. Da war nix. Was gibt's denn noch hier? Was wäre eigentlich passiert, hätte ich den anderen Weg genommen? Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht, was dann passiert wäre. Ist das dann derselbe Weg oder gibt es da vorher noch Münzen oder so? Oder? Okay, da ist der andere Weg. Das scheint schon was anderes gewesen zu sein. Naja, weiß ich jetzt nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt relativ egal. Hauptsache, wir haben jetzt alle Starcoins gesammelt. Joa. Und sind nicht gestorben. Das ist sehr gut. Das war schon relativ anspruchsvoll. Wow, und das führt uns direkt zum Castle. So, und jetzt möchte ich versuchen, im Castle den Secret Exit zu holen, oder was? Ich denke mal, dass es ein Secret Exit ist. Also, je nachdem, was halt in dieser Mini-Pilzröhre drin ist. So, komm. Zack. Ich habe quasi unendlich Versuche dafür, weil ich ja einen Mini-Pilz im Inventar habe. So, die zerstören sich selbst. Das ist sehr gut. So, ich muss jetzt echt vorsichtig sein. Weil mit Mini-Pilz bin ich das verwundbarste kleine Kind, was es gibt. Da bin ich gerade mal einen Millimeter groß erstmal, ne? Und dann ist man natürlich verwundbar. Verdammt. Okay. Ist aber nicht schlimm, wir haben ja nur einen im Inventar. Das können wir schaffen. Das ist machbar. Wenn nicht, dann habe ich verkackt. Dann muss ich nochmal mir einen Mini-Pilz besorgen. Das wäre es ja noch. Ich darf dann nicht sterben. So. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich es hinkriege. Immer positiv denken. Dann klappt das. Dann klappt das auch. So, ausweichen. Aber es ist auch gar nicht so einfach, das Level. Da muss man ganz ehrlich sagen. So, immer schön antäuschen und dann weggehen. So, und das war jetzt hier rechts, ne? Das war doch hier rechts. Ich denke schon. So, komm. Ja, ja.
Da ist es. So, komm. Ey, ach, das ist ein Scrolling-Level. Epic Fail, Leute. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche einen Mini-Pilz. Gib mir einen, Mann. Gib mir einen Mini-Pilz. Bitte, 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 Mann. Todd, gib mir einen Mini-Pilz. Komm. Yes. Luck. Und jetzt nicht noch irgendwas nehmen hier raus. Noch eine Chance. Next Chance. Ach du Scheiße, ey. Wie blöd war ich denn bitte? Ich hatte ganz vergessen, dass es ein Scrolling-Level ist. Da muss man sich ja beeilen, da reinzukommen auch noch. Boah, ey, das ist gar nicht einfach. Boah, jetzt habe ich noch eine einzige Chance. Ein Treffer und ich bin down. Bitte, Mann. Das kann es nicht sein. Okay. Ganz vorsichtig, Mann. Boah. Schwierigster Secret Exit, Alter. Wenn es denn einer ist, ich weiß es ja nicht. Andererseits kann ich mich auch überall verstecken hier. Bin ich ein bisschen mobiler mit dem Mini-Pilz. Okay. Haut ruhig ab, ihr kleinen Wixers. So, komm, mach. Mach, Junge, ich brauch den. Genau, genau, genau. Ja, komm. Secret Exit, oder? Komm. Okay, es ist auf jeden Fall ein anderer Weg. What? Wie schnell ist das denn, bitte? Komm, 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 komm. Komm, komm, das kannst du nicht mir antun. Ach du Scheiße. Nein, nein. Yes, komm. Kacke ist das Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, und weiter hoch. Was ist denn jetzt los hier? Mach auf. Da oben. Überleben, 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 überleben. Was soll denn das? Jetzt gib mir endlich den Secret Exit, Mann. Gib her. Das muss ich gelohnt haben. Geh auf da oben. Komm. Mach. Junge, ich bin jetzt down. Ich bin jetzt tot, wenn er... Ja. Wow. Oh mein Gott, es geht ja noch weiter. Was geht denn da? Was geht denn hier ab? Ja. Hab ich's jetzt? Wow, ich hab's geschafft. Boah, das ist ein Secret Exit, Mann. Aber sowas von. Oh, und da krieg ich nochmal Ups dafür. Hab ich auch verdient, ey. Das ist richtig schwierig. Alter Falter. Jetzt sind wir außerhalb der Burg. Eindeutig ein Secret Exit. Boah, ey, geil. Ich mach mich direkt groß, ey. Yes. Boah, hab ich auch noch Glück gehabt, dass ich den Mini-Pilz im Pilzhaus bekommen hab, ey. Das ist ja das allergrößte Glück gewesen. So, der füllt jetzt nach unten, ne? Ja. Oh, und er schaltet doch die Kanone frei. Er schaltet doch die Kanone frei. Ach so, ja, klar, da ist ja noch ein Level für das Pilzhaus. Ach, nicht, für das Gespensterschloss. Was man freischalten kann. Dann ist ja alles klar, wo der Secret Exit vom Geisterhaus hinführt. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!